Hallo zusammen, heute sind wir mal wieder unterwegs und zwar wieder Richtung Taunus. Wir fahren heute zum Meerpool. Das ist so ein kleiner Weiher, 1,6 Hektar groß. Man kann ihn so ein bisschen umgehen. Soll sehr, sehr schön sein, sehr idyllisch und soll sehr, auch sehr naturbelassen sein. Gucken wir uns die Sache heute mal an. Kommt mit, wird spannend. Einen richtig tollen Ausblick. Hier oben geht es noch mal weiter. Hier geht noch mal so ein 100-Stufen-Weg hoch. Den gehen wir jetzt mal gerade noch mal zusammen hoch und dann haben wir da wahrscheinlich so einen richtig schönen guten Ausblick. Vielleicht kann ich noch mal die Drohne ein bisschen starten lassen. Ja, gucken wir mal, wie die Sache da so verhält. Aber sieht wirklich hier richtig, richtig toll aus. Gerade hier mit die Felswände hier im Hintergrund. Also richtig, richtig toll. Also bin ich echt überrascht hier über die kleine Strecke hier, die wir hier uns heute ausgesucht haben. So Leute, wir haben jetzt hier den Gipfel erreicht. Also richtig, richtig, richtig schöner Ausblick. Kann ich jedem nur empfehlen. Die Wanderroute werde ich vielleicht in Komoot verlinken. Muss ich mal gucken, ob ich das alles so hinkriege. Ansonsten Meerpool auf dem Parkplatz rauf und immer den Käferweg folgen. Und dann kommt ihr hier direkt auf den 100-Stufen-Weg. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen drunter fliegen hier oben. Gerade nichts los, schön ruhig hier oben und deswegen nutze ich die Chance, jetzt mal so ein bisschen noch mit der Drohne hier ein paar Impressionen einzufangen und dann sehen wir uns gleich unten wieder.
Leute, wir sind im Meerpool wieder angekommen. Wir haben eine richtig schöne Runde gedreht, waren so knappe 6 Kilometer, die wir, glaube ich, gelaufen sind. Richtig, richtig schöne Wandertour. Der Meerpool hier, also der kleine Tümpel, der Teich hier, habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Der ist wirklich nicht allzu groß. Da gibt es eine richtig schöne Brücke, so eine Brücke aus Holzstämmen. Da konnte ich leider nicht drauf, weil da ein paar Angler saßen. Die haben natürlich Vorrecht, weil die wollte ich auch nicht stören. Deswegen kam da auch nicht so groß die Bilder zustande. Ich konnte es mal ein bisschen seitlich einfangen. Vielleicht ist das Bild so halbwegs was geworden. Dann verlinke ich es oder mache es hier mit rein im Video. Ja, ansonsten war das eine richtig schöne Wandertour. Gerade der Aussichtspunkt fand ich richtig, richtig toll. Weil das war richtig nochmal so ein Highlight hier der ganzen Tour. Jetzt fahren wir nach Hause, weil wir haben jetzt 10 Uhr gleich. Die Tour haben wir jetzt schön erfolgreich zu Ende gebracht. Jetzt wird es so richtig warm. Heute sollen es bis zu 36 Grad werden. Ja, und da hat man keine Lust mehr, hier irgendwo zu wandern. Und wenn, denn einfach nur noch im Schatten. Ja, aber wir sind hier fertig mit unserer kleinen Tour. Ja, und machen jetzt uns auf den Weg wieder nach Hause. Leute, mir würde natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, vielleicht den Kanal verfolgen würdet, aber auch einen Kommentar drunter schreibt. Bin ich total happy, würde mich echt freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Leute, macht's gut. Ciao.